Jo, Männer. Vorbereitung für den Finale geht weiter. Livius muss Mathe lernen und ich darf am Bike rumschrauben. Und heute werden wir mal Bremsscheiben wechseln. Und gestern sind wir durch den Wald geknallt. Die Fahrräder sind saudreckig, also ich muss erstmal putzen und dann wechseln wir die Bremsscheiben. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Also ist jetzt nicht frauensauber, aber männersauber. Heißt, überall schnell mal einen Schlauch drauf gehalten. Und dann habe ich eben noch schnell ein Handtuch gezockt hier im Badezimmer, ein altes. Alles noch ein bisschen abgewischt und jetzt geht's los. Also als erstes fangen wir hinten an. Dafür nehmen wir mal den Reifen raus, weil hier drin, sieht man es hoffentlich, sind die Bremsbeläge, wo eigentlich kaum noch was übrig ist. Also erstmal Reifen raus. Also Hinterrad raus ist natürlich einfach. Schraube lösen, Bolzen raus, Bums, fertig ist das. Und jetzt kümmern wir uns hier um die Bremse. Und da muss dieser Splint hier, der muss jetzt rausgeschraubt werden, damit wir da die Bremsscheiben nach oben, nee, Bremsbeläge nach oben rausziehen können. Und damit man das Ganze rauskriegt, gibt es aber hier auf der Rückseite noch so einen kleinen Sicherungsring, den kann man mit so einer kleinen Zange greifen, einmal abziehen, wo ist er? So sieht das Ganze aus, damit man hier diesen Bolzen rausbekommt. Kleiner Tipp noch, wenn man den losgeschraubt und der nicht gleich ganz durchgeht, also durch diesen Sicherungsring, diese kleine Rille, hake das ein bisschen. Da habe ich einfach hier so einen kleinen Vorstecher genommen, den da drauf gesetzt, von hinten ein bisschen gedrückt und dann flups, war das Ganze draußen und dann kann ich hier diesen Sicherungsstift rausnehmen, zack, und komme da so an die Bremsbeläge dran. So, und die Bremsbeläge rausziehen ist eigentlich ganz einfach. Dies kann man halt hier greifen und dann nach oben rausziehen und man sieht an denen, die sind ziemlich runter, also ein bisschen was ging noch, aber gut, dass die ausgetauscht werden. Ja, und das sind jetzt hier meine neuen Bremsscheiben. Hier so ein Modell von Clarks gewählt. So sieht die Packung aus, wenn sie kommt. So aufgerissen. Und das sind die neuen Bremsscheiben. Diese kleine Feder, die ist schon dabei. Und das können wir jetzt so zusammendrücken und wieder dort einsetzen. Da muss man aber noch Folgendes kontrollieren. Da drin sind ja diese runden Bremsbacken. Also das, was halt so zusammendrückt. Da muss man gucken, wie weit die raus sind. Sonst muss man die halt noch ein bisschen wieder nach außen drücken. Um diese Backen dann nach außen zu drücken, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ich habe das zum Beispiel gemacht hier mit diesem Plastikteil. Das ist eigentlich hier zum Reifenwechseln oder zum Mantelwechseln, kann man die da so hochheben. Damit geht es eigentlich ganz gut. Kann ich hier reinpacken und die nach außen drücken, weil mit dem Schraubenzieher würde ich es jetzt irgendwie auch nicht machen, um da nichts kaputt zu machen. Bei mir passte das auch mit so einem Holzlineal, damit geht das auch. Oder man nimmt halt einen Schraubenzieher, einen großen, und dann würde ich das vorne halt ein bisschen abfedern mit Tape oder ein Stück Lappen oder sowas vorne dünn umwickeln und dann drücken. Dann geht es eigentlich auch ganz gut. Hier habe ich jetzt die neuen Bremsbeläge von oben eingesetzt. Also kann man von oben drauf machen, geht aber auch von unten. Also bei mir geht es in beide Richtungen. Das ist jetzt halt die Schraube, die da reingehört. Boah, ich versuche mal so zu halten, dass sie in der Sonne ist. Und man sieht, die hat halt nur das Gewinde direkt hinter dem Kopf. Und auf der anderen Seite ist dann einfach dieser Sicherungssplint, dieser Ringsplint. Also wieder reinschrauben. Und dann ist das eigentlich schon wieder fest. Ich werde es aber vorher jetzt nochmal ein bisschen sauber machen. Die Bremsbeläge habe ich jetzt nur mal kurz reingemacht, um zu gucken, ob es auch passt. Passt aber. Ja, und zum Saubermachen kann man eigentlich verschiedene Sachen nehmen. Einmal natürlich ganz klar Bremsscheibenreiniger. Das geht immer. Vorher habe ich einfach hier Druckluftspray genommen, habe da einmal so richtig kräftig durchgepustet, damit das alles sauber ist. Ob man das jetzt wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich das halt da hatte. Oder was auch geht, ich habe hier Isopropylalkohol, das ist ja auch fettlösend, bisschen was auf dem Lappen gesprüht und dann kann man das da ein bisschen mit sauber machen. So, Bremsbeläge sind wieder drin. Ich habe hier noch ganz bisschen Schraubensicherung auf der einen Seite drauf gemacht, damit das auch safe hält. Ja, Hinterrad wieder rein. Das war es eigentlich. Dann ein bisschen bremsen, aber jetzt mal erstmal die Vorderseite.
So, zweite Seite ist auch fertig. Das ging jetzt halt super flott. Irgendwie, wenn man weiß, wie es geht, dauert es auch noch ein paar Minuten. Das Rad wieder reinsetzen, also die Bremsscheibe dazwischen, das ist eigentlich das Fummeligste dabei. Aber alles fertig und bremst auch. Schleift noch ein bisschen, das muss ich jetzt noch ein bisschen einstellen. Das ist aber auch relativ einfach. Der schnellste Trick dafür ist halt, diese und diese Schraube zu lösen, die Bremse zu ziehen, dann wieder festdrehen und dann soll das auch nicht mehr schleifen. Also in 99% aller Fälle geht das so. Wenn das nicht geht, dann muss man halt ein bisschen fummeln und so. Kriegt das schon irgendwie hin. Also wenn ich das kann, könnt ihr das schon lange. Und ich muss jetzt aufräumen, weil Stefanie hat Zwiebelkuchen gemacht. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Tschüss!